Herr Peter, ich will nichts sagen, aber du musst deinen Wagen nachher reparieren lassen. Also ich brauche auf jeden Fall noch Cowboy-Stiefel und eine bessere Jacke. Scheiße, ich war hier wieder der letzte Mongo, ey, das geht gar nicht klar. Oh, ach so, oh, jetzt muss ich wieder Geld abheben, so ein Quark. Das finde ich bescheuert, dass man das nicht direkt... Ja, ich auch. Abhebung. Obwohl ich ja immer noch darauf warte, dass man von seinem Handy aus Online-Making machen kann und direkt Geld abheben kann. Brauchen wir das Importfahrzeug? Der wählt gar nicht. Wie sollte sein Handy gar nicht dran? Ja, trau mal, du Klappstuhl. Boah, Alter, die Karre geht ja mal gar nicht klar. Haha, das ist der Bram. Wo ist der Taxi? Dauert das so lange. Oh, das ist aber flott. Ja, flott ist der. Der hat eine Beschleunigung wie sonst was, ey. Ohne Spaß, wenn du Hartgas durchdrückst, bricht der schon aus. Da, Taxi. Wieso fährt der weg? Oh lol, der dreht. So Junge, Hartgas will ich jetzt sehen. Hey Bram, was machst du? Fahndungslevel abschütteln? So. Was ist das denn hier für ein Laden mit den Masken? Also Masken kaufen für Überfälle und so. Fahr los! Hartgas! Ja, sicher. Wo fährt der denn lang, Junge? Hier war eine Rechtsabbiegerspur. Was macht der denn? Ah, der gibt ja echt Hartgas. Mein Gott. Junge, rechts vorbei. Mann. Kann ich mich wieder aufregen. Da fährt er nicht mal Maximum. Was ist das für ein scheiß Sender, den er die ganze Zeit hört? Also kannst du mich abschütteln, du Sau. Ach du, warum schaust du mir halt die ganze Zeit hinterher? Das stört mich doch nicht. Warte nur auf den richtigen Moment, Junge. Lol. Ach, meinst du mich wegzusnacken? Nee, will mich im Taxi, will mich einer wegsnacken. Kann der Hurensohn sich mal verpissen? Alles klar, der wart mit dem Auto. Was? Bram hat gerade einen Abgang in den Fluss gemacht. Das von Simeon angeforderte Fahrzeug für die Demo. Komm, dafür bringe ich dir wenigstens dein Fahrzeug wieder. Guck mal, so nett bin ich. Hat sich leider nichts ergeben. Ich hab gedacht, Bram hat gerade sein Fahrzeug zerstört. Mann, nice, ey. Ja, ohne Spaß, wenn das Hartgas sein soll. Warum hab ich denn jetzt einen Stern? Da kannst du mir nicht einfach dein Auto klauen. Ich hab ein paar, meinst du mein eigenes? Ja. Hier ist Sackgasse. Ich hab grad voll Bock auf Donuts. Fahr zu! Konntest du auch Taxi fahren? Nach einer gefühlten halben Ewigkeit sind wir endlich angekommen. Ja, da will ich jetzt lang. So, raus da. Natürlich, warum nicht hier rum? Jetzt hier die Treppe hoch. Was ist das denn so geiles? Wie sieht denn die Karre aus? Kacke, Alter. Jetzt komm da hoch! Wo fahr ich denn 900 PS, ey? Ja, jetzt. Ja, sauer. Komm, jetzt so. Lass mal zu Christian fahren, der arme Junge. Ist ganz alleine. Hier rennt schon ein Kopf mit einer gezogenen Waffe rum. Was soll das denn? Ja, sicher, direkt 2 Sterne. Ja! Ich hab die Tankstelle. Oh, er hat Zeit, mal kurz was zu trinken. Mach die Tür auf! Ey, der hier blockiert so ein Spacken die Türe. Was ist denn das denn? Die Hupe ist Hammer.
Endlich habe ich mein Autokön wieder. Alter, ist der verrückt. Oh cool, man kann Lester sagen, dass der vor ein Fahrzeug finden soll. Jetzt habe ich ein Problem. Was kommt denn da auch? Oh! LOL! What? What the fuck, ey? Ja, was kann ich denn dafür, wenn du über meine Motorhaube fährst? So, wo fahren wir jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich hab ein neues Symbol auf der Map. What? So, Reh. Hast einen geilen Stunt hingelegt, Bram, ey. Schiss die Wandern. Achso, das ist Überlebenskampf. Mission. So ein Schild mit einem Kreuz drin. Ja, sollen wir nochmal so eine Mission machen? Ja, komm, hau raus. Boah, ob ich eine für mehrere Spieler gerade habe. Ich meine aber schon. 1-4 Spieler von Geralt. Probleme am Pier. Geralt, der alte Hexer, ey. Schade. Das klappt nochmal. Deine Anfangswaffe MP, ja, erstmal Munition kaufen. Ich hab nämlich nicht mehr so viel. Und uns einladen, Junge. Und euch einladen, Junge. Geht denn das? Ich soll die Karre nehmen, einfach mal Plus versenken, oder? Ah, da. Meine Freunde, Freunde, die geht hier auf dem Spiel. Ups. Das war ja einfach. Ihr habt eine Einladung gekriegt. Mein Hut ist weg. Was soll das denn? Kann ich hiermit nicht fahren. Die ganze Zeit automatisch. Komm. Ich hab noch keinen Zugang zu. Ich hab noch kein Boot, kein Hubschrauber und kein Flugzeug. Müssen wir da kaufen. Ah ja, stimmt. Flugzeuge kann man sich ja auch kaufen. Alter, wie soll man so viel Geld haben, ey? Das, wenn Rockstar nicht gerade was versaut und einen schenkt. Ich finde das immer total super, wie man in Peters Stimme immer die Verzweiflung hören kann. Achso, ja. Warte mal, musste ich nicht irgendwo noch schwer stellen oder musste ich das schon? Nee, dann kannst du eins zurückgehen. Einmal drei drücken, glaube ich, oder einmal Kreis drücken oder so. Dann kannst du Schwierigkeit gerade nochmal ändern. Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad schwer. Einstellung bestätigt. Spiel. Sitzung wird gestartet. Ich bin gerade in Christians leere Karre eingestiegen und konnte nicht auf den Fahrersitz wechseln. Ja, aber insgeheim saß er halt dann noch. Ja, insgeheim. Insgeheim. Meine Karre ist wieder repariert, finde ich schön. Ah, meine Karre ist da. Trotzdem ja mitnehmen, will nicht alleine fahren. Ja, ich komme gerne mit. Aber meine Frage, what the fuck? Mein Auto ist tatsächlich unten irgendwo gespawnt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Dann nehme ich mir jetzt Peters. Da das Problem am Pier ist, muss das ja irgendwo hier im Hafen sein. Bist du wahrscheinlich eh mehr gefahren als mich. Ah, da und ich. Meth! Jawoll. Meth, ich komme. So, wir holen uns das jetzt mal schnell. Boah, Christian, ey. Summ. Deine Karre hat aber einen richtig fetten Arsch, ey. Oh ja, wie sich das für ein Auto gehört. Holla, die Waldfee. Wie sich das gehören tut. Könnte man nochmal die Kameraperspektive ändern. Mit Select, glaube ich. Ah ja, genau. Oder mit Kreis kannst du, glaube ich, diese Action-Cam da aktivieren. Ah, ich war schon weit weg von dem Auto. Geil. Ja, Action-Cam wollte ich nicht. Du meinst, das Cinematic? Ist voll geil. Ja, dieses Cinematic. Ja, genau, die verwirrt mich maximal. Cool. Die gibt es ja schon ewig, wa? Ja. Ja, schon seit GTA 3 oder so. Hab ich nie benutzt, weil jedes Mal, wenn ich das mache, dann mache ich einen Unfall. Ja, damit kannst du ja auch nicht fahren. Also sei denn, du hast jetzt die Schrittgeschwindigkeit drauf. Warte mal, ist das nicht hier oben? Nee. Scheiße, einfach mal aufs Navi. Jo, ich komme auch. Rechts jetzt? Jetzt wieder links. Oder hängt Moody hier besuchen, ja. Ja, ich hab dich fehlgeleitet, würde ich sagen. Ist das oben oder unten, meinst du? Oben, glaube ich. Oder? Ne, ich glaube, es ist unten, ehrlich gesagt.
Das würde der uns nicht vom Strand aus hinführen. Ist wahrscheinlich unter dem ganzen Scheiß hier. Ah, da ist es. Oh. Hi, Jungs. Wie konnte man denn nochmal hier an die Deckung dran? Wie geht das? Mit R1. Mal kurz auf Bram warten. Wo ist Bram? Geht das? Machen wir bei uns? Ja, ich würde gerade durch das Geländer durchbrechen, um zu euch runterzukommen. Bist du ein bisschen richtig geiler Cowboy, ey. Ja, sicher, aber ich brauche noch Stilettos. Und ich brauche noch einen Hut. So. User disconnected from your channel. Ich bin der Mafiosi in unserem Team. Weiß. So, willst du noch auf Bram warten oder fangen wir jetzt an zum Baller? Ach. Sehr gut. Ich hab dich dabei. Da einmal an den einen vorbeigelaufen. Ah, du bist voll reingefahren in die. Ja, der Braum hat vor allen Dingen direkt auf dem Meth geparkt. Oder? Ah ne, hilft das Meth zu Geräusch Apartment. Ja, ja, kein Problem. Warte mal, kann ich da drauf? Warte mal, ja, Braum. Hab ich schon. What the fuck? Moment, ich stell mich mal hier hin. Wie lange das braucht, bis der mal losfährt? Ihr fahrt jetzt nicht im Ernst, Gang, Junge. Mit richtig geilen Kopfhelm. Wer hat denn das, Matt? Ja, Peter, ich glaube, ich hab das. Wir müssen noch mal, warum drehst du denn nochmal? Wir müssen einmal durch den Tunnel durch. Warum das denn? Wir sind doch von der Seite hier gekommen. Das wird mir angezeigt von meinem Navigationssystem. Ja, da haben wir auch aufs Navi geschissen. Außerdem komme ich hier nicht durch. Aber ich kann nicht selber denken. Mann, wieso habe ich eigentlich auf Peter gehört? Ich würde mitfahren, aber wobei, scheiß drauf. Du kommst hier eh besser durch mit deinem Moped. Ja, aber ich habe keine Reifen mehr, ist mir aufgefallen. So. Da steht ja noch Peters Auto, glaube ich. Ne, dein Auto? Ja, das ist Peters. Peter fällt jetzt mein Auto ist irgendwie in der Kanalisation gespawnt oder so. Scheiß drauf, auf Wege. Wege brauchen wir nicht. Kommen nicht mal irgendwelche Leute, die einen verfolgen, ey. Ja, haben wir uns ja eben auch schon drüber unterhalten. Wann gibt es endlich die Bankräuber-Mission, Leute? GTA, hier, Rockstar. Irgendwann ist mit Langzeitmotivation nochmal Feierabend. Will Wheelie machen! Jetzt können wir uns angucken, wie Peter in irgendeine Karre gleich reincrasht. Niemals! Und 40 Meter durch die Luft fliegt. Da habe ich die Bodenhaftung verloren, aber sowas von. Jetzt mach ich einen Wheelie. Ja! Ah, nee, doch nicht. Aber da hinten ist nicht peripher. Da hinten liegt ein Motorrad. Was? Sieht so geil aus. Oh! Ey, mein Auto wurde zerstört. Wieso wurde mein Auto zerstört? Bram hat mein Auto zerstört! Das war ein Versehen. Bin damit ins Wasser gefahren. Okay, vielleicht habe ich da ein paar Mal mit der Schrotflinte drauf geschossen. Ja, nice. Bram kann bald nicht mehr mit uns zocken, alles klar. Bram hat dein Auto zerstört und 2500 Euro zu deinen Versicherungskosten hinzugefügt. Herzlichen Dank, Dennis. Gerne. Hab es doch. 2500 kostet die Karre nur, ist ja nix. Oh, Peter, du kannst die einfach ab. Ja, ich kann alles, Junge. Vor allem will mein Auto nicht mehr weiterfahren. Weg. Ich hab mich nur interessiert, was passiert, wenn man das macht. Yo, man. Nice. Großer Scheiß. Oh, hab ich das Geld ja fast wieder drin. Ich muss das bezahlen, nicht du. Warum? Ich musste 2500, sind mal abgezogen worden. Echt? Echt. Und wie viel ich jetzt bezahlen muss, weil ich habe nichts dazu bekommen. Juhu, Rang 16. Oh krass, ey, noch 4 Level, bis ich mal schusssichere Reifen habe. Ja. Nee, weißt du was, das ist mir immer zu langweilig.
Wieso habt ihr doppeltes Bargeld bekommen von mir? Ja, weil du die Drogen abgeliefert hast. Weißt du, wie viele Leute erschossen hab? Ja, genau. Boah, ich hab nur 2 Kills gemacht. Ja, aber du kriegst bei mir doppelt so viel Geld. What the fuck? Ja, Peter, ja. Du hast halt nicht genug getan. Echt mal. Von ARB fahren. Vielleicht, weil der Level zu hoch ist oder so? Ah, das kann natürlich sein. Sollen wir nicht mal ein Supersportlerrennen machen, damit wir irgendwann mal die Los Santos-Dinger da freischalten? Ja, von mir aus. Von mir aus. Ist jetzt natürlich nur die Frage. Ja, finden wir doch hier. Da müssen wir ja nicht in den freien Modus zurückgehen. Motorradrennen. Hier, es geht bergab, ist ein Rennen. Ja, aber ist Motorradrennen. Luxusachterbahn. Ja, komm, erst freier Modus. So, komm. Ja, Luxusachterbahn ist doch ein Rennen. Was wollt ihr? Ja, für Kompaktwagen. Ach so. Ja, wir hätten doch nochmal auf Aktualisieren klicken können, wa? Das nee, Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Nee. Ja, so muss das. Kennt ihr euch den österreichischen Rapper Moneyboy? Nee. Okay. Den Namen schon mal gehört, auf jeden Fall. Ich bin in der Rap-Szene nicht so ganz bewandert. Ich glaube, ich muss mal bald trainieren, wie Jan zu sprechen. Jetzt bin ich hier bei Luxusachterbahn drin und ihr beide seid in den freien Modus gegangen. Hammer, ja, geil. Du hast das ja auch ausgewählt, du Bob. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Alt F4. Stimmt, Alt F4 wird auch mal was wieder. Headstecker rausziehen. Also ohne Spaß, als wir vorhin angefangen haben, hatte ich noch über 5.000, jetzt habe ich noch 8.000 auf meinem Konto. Ja, aber das ist eine geile Bude, die du nie besuchst. Ja, ja, klar. Aber weißt du, wie schnell man sein Geld ausgeben kann? Dann habe ich 75.000. Gute aber Arbeit, sobald ich melde mich wieder. Das war saubere Arbeit. Bei mir meldet er sich erst demnächst wieder. Also, mit mir ist er nicht so zufrieden gewesen. Neue Bärte! Mongolenbart! Nice! Alter, ich brauche einen Mongolenbart. Wo ist hier der nächste Barbier? Jawohl, ja, direkt da unten. Gerade bei den Drogen gespawnt bei mir, als ich jetzt ich bin in meiner Wohnung gespawnt. Sollen wir erstmal meine Karre wiederholen? Alter, ich brauche einen Mongolenbart, so was von. Machen wir noch eine? Soll ich einladen? Ja, Moment. Muss mir eben mein Bärtchen stutzen. Ja, Moment. Irgendjemand hat mein Auto zerstört. Ja, der muss doch drauf aufpassen, ne? Das war. Moment, wie mache ich das denn jetzt nochmal? So, ich habe ihn mal eingeladen. Wo ist der? Da. Ach lol, das ist ja nix. Was ist das denn? Ich hätte gerne so ein richtiges. Stimmt. Bram hat's bezahlt. Danke, Bram. Ja, gerne. Ach, Menno. Irgendwie gibt's hier keine lustigen Bärte. Der sieht schon fies aus, der auch. Ja, nö, dann hol ich mir eine neue Frisur. Wobei, die sehen alle scheiße aus. Oh Mann. Jawohl. Hammer geil. Das geht erst mit Rang 20. Ach, leck mich doch am Arsch. Wobei, das sieht mindestens genauso gut aus. Kiss my ex. Wobei, nee, das ist ja nur so. Stylisch. Bin sofort bei euch. Wieso höre ich euch eigentlich nicht mehr? Weil wir gerade nichts gesagt haben. Achso. Oh Mann, das hätte ich schon gerne. Muss ich meine Karre erst am Ende der Welt abholen? Wieso will der mir nicht liefern, die Hurenbock hier? Das ist jetzt, streift die dreimal mit der Hand über mich. Und jawohl. Boah, ich habe echt den bösen Blick jetzt drauf. Leck mich am Arsch.
Ich finde, das sieht voll geil aus.